Ja, willkommen zu einer weiteren Folge von L5 Nights at the Freddy's. Und heute ist mal Le Dennis bei mir und ja, wir zocken Nachtnummer Zavo. Jo, habt ihr das Spiel schon mal gesehen? Ich weiß, dass es ein richtig großer Spaß werden wird. Ein Spaß für die ganze Familie, wie so wie Slendytubbies. Wollte ich gerade sagen. Ja, das war eh der größte Klassiker überhaupt in meiner Geschichte. So, ja, zweite Nacht und so, ne? Habe ich schon mal geschafft. Leider ist letzte Mal die Aufnahme abgeschissen. Also, der hat nur Facecam aufgenommen und das 19 Minuten lang. Da könnt ihr ihn fragen, er kann es bezeugen. Oh ja. Der Eugen kann es bezeugen. Oh mein Gott, war der schlecht. Ja. Hallo, hallo, ja. Mhm. Die Frage ist, wie lange überleben wir den Mist? Hoffentlich bis komplett zum Ende. Der steht ja schon da. Also Mute Call ist auch eine Idee. Vielleicht kann ich damit Energie sparen, wenn der Typ mal seine Fresse halten würde. Der ist nicht mehr hier. Wo ist der? Der steht schon. Ach du Scheiße, der ist schon bei 2A angekommen. Ich höre mich jetzt wahrscheinlich an wie ein Zahnarzt, so 2OB und so, wie der immer labert, ne? Wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr mal beim Zahnarzt wart. Ja, der steht da immer noch alles. Chingo Bingo und hier ist noch alles fresh. Ja, das sieht natürlich äußerst freulich aus, wenn der Typ da die ganze Zeit so rumgurkt. Ich frag mich sowieso, welche solche Puppen bestellt, ohne Mist. Oh, Kacke, hast du gesehen? Ah! Entschuldige! Der kommt auf einmal, steht da so, tut mir leid. Ja, der Köttel hat schon am Schlüpfer genippt, man hört's. Ich hab doch gerade gesagt. Oh, der ist wieder da hinten. Ich hab gerade gesehen, dass er nicht mehr da steht, deswegen. Vielleicht war das. Steht da noch, okay. Das Problem ist, wir haben schon mehr als 20% Energie verloren und es ist 1 Uhr. Erst. Und wir müssen bis 6 Uhr durchhalten, weißt du ja wahrscheinlich. Mhm. Da ist keiner. Der ist immer noch da. Okay, der steht da immer. Was? Hast du gesehen? Der geht näher. Ja, nur wenn du da durchguckst, dann ist die Energie nach einer schnelleren Zeit weg. Und deswegen. Hier unten steht ja so ein Usage-Balken. Und den solltest du immer möglichst niedrig halten. Die haben natürlich ein Problem, wenn wir hier ein bisschen gehijackt werden. Also einmal habe ich es geschafft, zweimal nicht. Einmal davon war es in der Aufnahme. Hm. Oh oh. Das ist nicht schlimm, der steht ja immer noch hier. Wobei jetzt die Frage natürlich ist, ob das nicht ein anderer ist. Also dieser Teddybär ist auch ganz schlimm, dieser große. Mit dem kriegst du richtig Paranoia. Das ist dann richtig schlimm. Am schlimmsten ist dieser komische Fritzer, der war out of order. Genau, der bei 1C, der ist am schlimmsten, finde ich. 1C? Jo, finde ich auch. Der ist richtig unheimlich. Aber auch dieses Viech mit dem Schnabel, okay, den Mauszeiger kann man jetzt eh nicht sehen, aber egal. Hier vorne in der Mitte, dieses Viech mit dem Schnabel, das ist ganz schlimm, dieses Viech, weil das kommt wirklich angeschissen und dann so. Nur mal kurz zu spoilern und so. Ihr wisst, wie es läuft. Ja. Ich habe Angst, dass ich mich gleich erschrecke und die Kopfhörer aus dem Adapter reiße. Waren hier nicht vorher zwei? Oh oh. Also ein Kollege hat mir den Tipp gegeben, wenn ich die nicht finden sollte, dann immer die Türen dicht machen. Kostet das eigentlich Strom, die zuzulassen? Ja, sogar sehr viel. Ich verstehe sowieso nicht, warum es so Strom kostet, eine Tür zuzumachen. Die bleibt ja danach zu. Und wir haben schon 40% Strom verloren und wir haben erst 2 Uhr, das ist nicht so toll. Ja. So dieser Übergang von 5 bis 6 Uhr, das ist immer witzig. Da hast es dann entweder... Ja toll, jetzt bewegt er sich natürlich auch noch. Weißt du, wir sind hier mit der Energie am Kämpfen und was ist los? Wir schaffen es dann wahrscheinlich nicht. Sag mal, wenn die hier im Raum sind... Ja? Und wir noch auf die Kameras gucken, dann sehen wir den doch erst, wenn wir die Kameras ausmachen, oder? Wenn wir die Kameras... Nee, also wenn du hier auf dein iPad sozusagen... Ich nenne es mal iPad, wenn du da drauf guckst und... Oh, Hallöchen! Ja, da seht ihr ihn vom. Da seht ihr ihn mal von nah. So sieht der Kollege aus. Also wenn wir die Kamera. Also wenn wir immer noch auf unser Notepad oder was auch immer das sein soll hier gucken, während die Viecher schon in unserem Raum sind, dann haben wir ein ernstes Problem, weil dann
In diesem Moment kommen sie einfach rein und erschrecken dich. Dann reißen sie dir das Notepad aus der Hand und und dann schreckst du richtig zurück. Das kann ich dir schwören. Und er ist hier auch schon mittlerweile im Hauptraum der Pizzeria. Ist eine Pizzeria? Das ist eine Pizzeria. Freddy's Pizzeria. Und warum mit diesen Horrorfiguren? Ich habe keine Ahnung. Die sind tagsüber ganz freundlich, nachts ist es aber... Wie ich immer diesen Blick hasse, wenn er in Raum 3 steht, sozusagen, ne? Ich hasse es. Ja, toll. Jetzt haben wir noch einen Gegner. Der ist jetzt in Raum 7 gerade. Tür zu! Geht nicht. Ich glaube, ich zu. Wieso geht die Tür nicht zu? Vielleicht ist sie zu. Die ist nicht zu. Warum macht das so ein Geräusch? Ah, hier. Yeah. Ich wusste es. Ich wusste es. Warum geht die scheiß Tür nicht zu? Was ist das, Alter? Klick, 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 klick. Tür geht nicht zu. Ihr beiden Opfer. Guckt mal, wie ihr euch erschrocken habt. Game over. Kann man die nicht einfach immer nachts auseinandernehmen und dann, weißt du, die können sich ja nicht selbst zusammensetzen. Das Geilste wäre, wenn die Einzelteile dann zu kriegen rennen würden, weißt du? Ja. Die Einzelteile so eine Hand, weißt du? Ja. Ja, ja, den Call, den kennen wir ja schon, den können wir gleich direkt muten. Ey, den Call, den können wir muten, ey, voll die Hippie-Sprache. Jetzt mal ehrlich, Hipster ist das, also so, nicht Hippie, aber Hipster. Hier auch eine schöne Parodie auf Bart Simpson. Dass die da keine Probleme mit dem Urheberrecht kriegen. ja, er ist jetzt schon auf uns losgelassen worden, das ist schön. Weil wenn der reinkommt, dann hast du echt ein Problem. Wieso? Weil dann erschreckst du die Scheiße aus dem Leib. Der kommt nämlich angerannt. Habe ich jedenfalls so gesehen. Davon darfst du dich nicht beeindrucken lassen. Das hat damit nichts zu tun. Das soll dich nur erschrecken. Oh, oh. Geh auf Camp 1C. Da fehlt wer. Der Horrorfritz, der normalerweise rausguckt, der ist nicht da. Ich gehe mal ein Stückchen zurück von der Kamera. Du, aber du weißt, wer ich meine, oder? Wer fehlt? Ich weiß schon, wen du meinst. Du hast bei Cam 2B noch nicht nachgeguckt. 2B? Okay. Oh oh. Cam 2A. Da ist kein. Da war gerade einer, dachte ich. Okay. Dachte ich, ist immer gut. Mach mal lieber kurzzeitig die Tür zu. Nee, da scheint keiner zu sein. Okay, mach sie wieder auf. Ach, Glück. Das bringt ja nicht das Licht. Damit kannst du die Viecher sehen, die siehst du in der Dunkelheit nicht. Aber schreibt mal in die Kommentare, ist das unfair gewesen, dass wir die Tür nicht mehr zumachen konnten? Normalerweise kann man die nämlich zumachen. Wo ist der? Wo ist dieser widerliche Hurensohn aus, der bei Out of Honor war? Wir haben noch ein zweites Problem. Was denn? Den Teddy, der uns letztes Mal gefickt hat. Den pinken Teddy. Der ist auch nicht mehr da. Der hat sich selbstständig gemacht. Der Bär, der an der Cafeteria war, ist auch nicht mehr da. Die sind alle weg. Ich bin leicht verunsichert. Pass auf, aber machen die jetzt Gruppenkuschel mal dir, weißt du? Oh, wenigstens der ist wieder da. Hä? Was denn? Oh oh. Weißt du das? Diese liebliche Musik. Ach, es sind zwei Türen. Ja, das sind zwei Türen. Der Hase ist hier. Und Hasen gibt's auch? Das ist ein Hase, du Affe. Kannst du nicht. Ah, das ist ein Hasen da. Ich dachte, von meinem Gesicht wäre das ein Bär. Ich hätte die Dinger nicht gesehen. Tür zu.
Aha, wusste ich's doch. Was denn? Ja, toll, jetzt ist der auch hier. Was mache ich jetzt? Dich ergeben. Warte mal kurz, ich habe da eine Idee. Was du gerade machst, ist lebensmüde, weil du 2%, weil du alle 2 Sekunden 1% verlierst. Was passiert immer, wenn der Strom auf 0 ist? Hast du verloren. Weil dann gehen die Türen automatisch auf und der Strom aus. Wir könnten uns eigentlich, ja, können wir uns noch ein bisschen sparen. Zum Glück. 40%. Wir haben 3 Uhr, bald 6 Uhr haben wir gewonnen, oder? Mhm, er steht noch da. Wo ist der andere? Gut. Guck nochmal bei Cam 1B. Tür zu. Das war knapp. Er steht noch da. Der Hase, wo ist der hin? Ich habe keine Ahnung, wo der ist, Mann. War der Hase nicht der, der vor der Tür stand? Ja. Ich frage, ist er immer noch da oder nicht? Kannst du halt nachgucken, ob der noch vor der Tür steht? Die Frage ist, überleben wir das mit dem Strom, den wir haben? Vielleicht alle 3 Sekunden 1%. Ja. Ich frage mich echt, wo der Hase gerade ist. Wenn das so weitergeht, überlebst du keine 1,5 Minuten mehr. Willst du riskieren und die Tür aufmachen? Das andere war es sowieso gerade nicht. Also, ich bin mir gerade nicht sicher. Was ich sowieso so geil finde, was hat das für einen Sinn? Der Strom ist auf 0. Wie kann sich denn die Tür noch automatisch öffnen? Ich habe keine Ahnung. Das Öffnen muss doch eigentlich auch Strom verbrauchen. Das sind 19%. Das schaffen wir nie mehr im Leben. Oh, er ist hier. Der Hase ist woanders, wir können die Tür wieder aufmachen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen, ist gering, um ehrlich zu sein. Es scheint irgendwer in der Küche zu sein. Aber hier ist auch noch einer. Ich glaube, ich weiß mittlerweile, was das darstellt. Das ist bestimmt die Maskottchen von dieser scheiß Pizzeria. Könnte sein, oder? Du bist lebensmüde. So überlebst du keine 9 Sekunden mehr. Ich weiß, das muss aber jetzt sein. Beide sind hier in der Nähe. Wir haben jetzt ein ernstes Problem. Wir haben 3 ernste Probleme. Wieso? Wir haben noch 6%. Scheiß doch auf den Strom! Wir werden sterben, Alter. Wir schaffen das nicht, Alter. Beim besten Willen. Wie willst du das schaffen? Der campt jetzt vor unserer Tür hier. Wir haben gleich 0%. Ja. Wir haben keine 5 Uhr morgens. Jetzt doch, aber. Ja, toll. Dass wir das schaffen jetzt, ist unmöglich eigentlich. Ach, jetzt können wir noch. Ach, jetzt geht noch weiter. Das ist der Bär. Er macht nichts. Geh mal lieber vom Mikro weg, wenn du gleich schreien musst. Schöner Quietschestuhl so ganz, by the way. Kommt gleich ein Screamer? Ja, wahrscheinlich. Ich mach schon mal auf einem Kopfhörer die Lautstärke weg. Ach ja, ist das nicht schön? Ja, Freunde, das war's dann wohl. Wir sehen uns gleich. Einen Moment. Was zur Hölle? Ja, jetzt kannst du auch mal wieder aufhören. Das hat mich nicht wirklich beeindruckt, der letzte Screener. Nee, ohne Kopfhörer natürlich nicht. Nein, Spaß. Ich hab den Kopfhörer auf. Ach so.
Ja, das war's dann wohl auch mit dem zweiten Part. Komischerweise, ich hab's einmal geschafft, dieses Mal nicht. Naja, was soll's. Wenigstens hattet ihr wahrscheinlich, oder auch nicht, Spaß bei dieser Aufnahme. Und jo, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao. Bis dann. Bis denn, gleich. Tschüss.